Willkommen zu einer neuen Ausgabe von RAW Freihaus. Heute wollen wir euch unsere Ausstellung Fokus Heimat näher vorstellen. Leider konnten wir den Film dazu nicht am Originalschauplatz drehen. Es war aber möglich, die Ausstellung für einen Nachmittag in der Worpsweder Kunsthalle aufzubauen. So können wir euch die darin vertretenen Künstlerinnen und Künstler trotzdem vorstellen. Eine schwierige Heimat dokumentierte der Fotograf Martin Roswog in Rumänien. Im Umfeld der Stadt Wurpa, auf Deutsch Burgberg, fotografierte er seit 2003 immer wieder die Häuser von Roma-Familien. Sie leben am Stadtrand in kleinen, oft mit provisorischen Materialien errichteten Häusern. Die Viertel der Roma sind streng abgeschlossen von denen der rumänischen Bevölkerung und von großer Armut geprägt. Vielfach sind die Menschen auf Geld angewiesen, das wenige Familienmitglieder als Erntehelfer in Westeuropa verdienen. Entsprechend karg ausgestattet sind die Häuser, deren Innenräume Roswog menschenleer fotografierte. Die Bilder reihen sich ein in das Langzeitprojekt Heritage, für das der Künstler in die Länder an den Rändern Europas reiste und die Innenräume ländlicher Gebäude abbildete. An die Stillleben alter Meister erinnern die Fotografien von Lia Dajes. Für ihre Tempora Morte genannte Fotoserie reiste sie 2016 in die Region Kaliningrad, das ehemalige Königsberg. Dort waren es die improvisierten Marktstände von alten Menschen, die sie beeindruckten. Auf kleinen Tischen boten sie an, was der heimische Garten hergab, um ihre kargen Renten aufzubessern. Blumen, ein bisschen Obst oder Gemüse. Lia Dajes fotografierte diese Arrangements nur mit einem kleinen Blitz und dunkelte die Umgebung extrem ab. So entstand die besondere Wirkung der beinahe unwirklichen und farbenfrohen Stillleben auf tiefschwarzem Grund. Auch einige der Verkäuferinnen und Verkäufer ließen sich direkt am Straßenrand von ihr porträtieren. In die unmittelbare Nähe seiner Heimat zog es den Fotografen Marvin Süstermans, der im westfälischen Arnsberg das Aufeinandertreffen von Tradition und Moderne abbildete. Er fotografierte in aufgegebenen Hotels und Kegelbahnen, in Schützenhallen und Heimathäusern. Wo vor wenigen Jahren noch Brauchtumspflege und geselliges Leben zu Hause waren, herrscht nun Leere. Wohnwagen und Segelboote werden zwischengelagert. Ihre Funktion als gesellschaftliche Mittelpunkte haben diese Häuser für immer verloren. Süstermans scheint der letzte Besucher vor dem Abriss zu sein und konserviert so eine beinahe schon untergegangene Heimat. Das war ein Rundgang durch die Ausstellung Fokus Heimat. Wir hoffen, die Eindrücke dieser Ausstellung haben euch gefallen. Wenn ja, empfehlt RAW Freihaus gern weiter und freut euch auf die nächsten Videos aus unseren Ausstellungen. Am wichtigsten aber, bleibt gesund.